Herzlich willkommen zurück, Leute, zum neuen Röhrnchen im Among Us. Heute gibt es das Finale aus unserer TT and Friends Session. Danach geht's weiter mit der Bondra-Gruppe und es kommen noch einige Knallerrunden auf euch zu. Vor allem eine richtig, richtig schöne Imposter-Runde. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei den beiden Runden, die ich heute für euch habe. Ich würde mich sehr über den Support freuen. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und Action. Dauer. Also, mach ich nicht, ich bin ja happy mit dir. Du sagst immer dritter Imposter, wenn ich mein Bauchgefühl calle. Ach, Alter. Ich Kapuze. Was? Wer macht Kapuze? Halt kein Imposter. Wo ist eigentlich Kapuze? Ja, aber der Kill an Judy war halt wirklich gut. Der war wirklich gut getimt, aber das war auch genau das, was ich sagte. Da muss jemand gewinnt sein. Sag nicht. Es war, das Geile war, Items geht aus dem Badezimmer raus, ruft so, ich hab Julie umgebrannt. Und Julie war halt da tot. Wenn Gib wieder reingelaufen wäre, ja, dann hätte die Leiche da gelegen. Ja, das, deswegen, es war einfach perfektes Timing. Und Mensch. Das ist das. Kann ich da muss doch Gippi sauer gewesen sein, weil Maxi war es nicht, weil der war oben. Naja, Maxi war bei Weapons. Das war doch ein frecher Gegner. Was? Maxi, nee, stopp. Ich hab mich gerade komplett verhaspelt. Gippi war bei Weapons und sorry. Also, das ist doch. Also, der arme dritte Imposter ist jetzt schon aber tot. Ich hab gerade Lifelines gesehen, dass einer tot ist. Ich wollte gerade sagen, warum? Kurz anmerken, ist er vielleicht Sheriff? Die links rumgegangen ist, Dalu, ne? Judy ist links rumgegangen. Judy war gerade Lifeline und hat den Tod gesehen. Ja, aber sie ist halt davor, sie hat noch oben bei uns mit und ist sie dann links rumgegangen, anstatt halt direkt rechts runter zu gehen, zu Lifelines. Oh, Julie. Hast du da gemordet? Naja, es war nur Items, ist auch egal, ich skippe. Ich bin dabei. Klingt schon verdächtig. Hey, Items hat gute Arbeit geleistet letzte Runde. Definitiv. Der hat deinen Kill geebnet. Ja, ich hab dann. Ich hab's irgendwie nicht ganz mitbekommen, dass wir dann doch Dalu. Dalu hat mich angeschrien, dass er hier sind. Ja, warum hast du denn mich einfach rausgesucht und nicht? Das hätte ja eh nicht funktioniert. Ja, es hätte eh nichts gebracht. Aber trotzdem bei dem Starting Post. Hallo, wer wählt mich denn jetzt aus Frust? Gibst du wahrscheinlich. Ja, Gippi, oder? Gippi, du Hater jetzt. Gib wieder Hater. Gippi, hatet hier rein einfach. Man kennt ihn. Lasagne. Wenn es das erste Mal wäre, dass Items sowas macht. Jetzt sei doch nicht so, Gippi. Ey, Gippi, Items ist super nett. Nur etwas verpeilt. Gippi hat einfach seine Gippi hat so ein bisschen so. Ist noch wer da? Oh oh. Scheiße, jetzt erst Items, dann Kunden dran. Der nächste bin ich. Es muss Gippi oder Maxi sein. Das ist ein Rache-Kill. Ja, dann ist Achim gleich. Oh, scheiße. Ich hab Angst. Was ist? Gippi ist ja eh wieder nett. Der liegt bei Lights, ne? So. Den Pop-Button haben wir auch gerade gesehen, ja. Den müsstest du ein bisschen vorher vor mir gesehen haben, Achim. Hab ich auch. Okay. Mein Report-Button hat nämlich auch. Ich bin erstmal ein kurzes Stück weitergegangen, wo ich vielleicht irgendwie noch was sehe in meinem kleinen Kegel, aber ich habe nichts gesehen. Und als du mich gesehen hast, bist du ganz schön umgedreht. Wo lag der genau? Hab ich doch gerade gesagt. Aber wieso hast du das so gut gesehen, Maxi, wenn der Kegel so klein war? Weil er gerade in meinen Kegel rein und dann ganz schön wieder rausgerannt ist. Was sagt Maxi? Ja, weil ich mich umgeguckt habe. Ich höre Maxi nicht. Moment, ich drücke Maxi hatte gesagt, dass Judy aus der ersten Runde noch verdächtig ist. Was? Sorry. Ich bin wieder da. Jetzt höre ich wieder. So. Ich meine, es sind viele Dinge, die nicht stimmen, aber. Also, Vex kann den Kill nicht gemacht haben. Nein, ich war nicht mal. Ich hab's nicht erreicht, Electrical. Ich wollte sagen, ich bin auch aus dem Rudolf von rechts aus. Hinter mir. Wir standen zu viert doch fast unten bei Lifelines. Oder nicht yeah. In dem Raum. Ja, und ich bin auch losgelaufen und ich habe Vex hinter mir gehört. Er hat doch laut gepult, dass Gibbs seine Tage hat. Ja, Maxi, kannst du mal was sagen, bitte? Okay, ich höre Maxi. Ihr hört nicht. Euch gegenseitig nicht, ihr müsst Maxi beide Steuerung R drücken. Also ich höre Maxi auch nicht, euer. Hab ich! Maxi, mach mal Steuerung R schnell. So, jetzt. Hallo? Ich höre dich. Jetzt? Ja. Ich höre ihn nicht. Okay. Maxi, sag nochmal was. Julian, hallo? Maxi, ihr hört euch, also ihr hört euch nicht gegenseitig. Ja. Ich höre Maxi auch nicht. Ich höre ihn. Ich hatte nur Maxi gefragt, wo die Leiche ist. Es ist Gippi dann. Wo genau die Leiche ist. Das sieht ja direkt als Opportunity. Sollen wir auf Vex gehen? Ich weiß nicht. Hey, warum auf mich gehen? Nein, Vex ist safe. Was ist denn mit Gippi? Gippi, der schießt ja in jede Richtung. Gippi, was ist da los?
Hast du einen Spinbot? Baut jetzt auch mal einfach random auf. War nicht, das war absolut gut erklärt. Warte, ist ein Ungerade, sollten wir nicht lieber nicht. Sehr gut. Ich hab jetzt auf Tuli geworfen. Was machen wir denn? Ich skippe! Was ist los? Was war auf Backfly? Ja, ja, von weil von er nicht reden kann. Hallo, ich. Ich glaube, jetzt höre ich Maxi wieder. Nein. Warte, ich höre dich wieder, Maxi! Ja, natürlich, ich mag. Wenn Maxis erster Call richtig ist, muss Julie eigentlich 100% den ersten Kill gemacht haben. Und da ich Maxi in der Hinsicht glauben kann, glaube ich auch, dass der zweite Achim immer ist. Nur als ein also, wenn Achim wirklich umgedreht hat. Ich würde so gerne jetzt mal schießen, aber ich habe Angst, dass ich da... Eins, zwei, drei. Ich habe Angst, ich will halt nicht... A, ich will keinen Crewmate treffen. B, ich will keinen Imposter treffen und er ist traurig. Aber ich würde gerne mal drücken. Ich würde Maxi mal vertrauen, weil er gerade anders redet als die Runde davor. Und ich drücke auf beide. Oder ich drücke auf einen, aber wer? Julie hat den ersten Kill hundertprozentig gemacht. Also, so viel Zeit war da nicht. Aber mit Achim ist nicht safe. Achim hatte den Report beieinander gesagt. Julie aber. Ah, da kommt er hier Achim wieder. Nicht, aber Jules. Okay, jetzt kann ich eh nicht drücken. Wer war das? Okay. Ich hab mich erschrocken, weil er da ankam. Maxi, hörst du mich? Du hörst mich ja durch die Kamera. Wenn du mich hörst, vor... Kein Mord geplottet. Oh, Vex war's. Holy oh, shit. Achim. Oh Gott. Hast du die Leiche gefunden, Maxi? Direkt hinter meinem Rücken. Wo ist der Kamera? Rücken? Also Kameraraum, direkt vor der Tür da. Warte, vor der Tür von Electrical? Kamera. Okay. Gibi, woher kamst du? Wer? Woher kamst du, Gibi, als du in Laboratory rumgelaufen bist? Ich bin an Achim vorbeigelaufen und du hast gesagt, Achim, warum verfolgst du mich? Richtig, aber er war nicht mehr hinter mir scheinbar. Er war schon weg. Der ist links rausgelaufen. Ja, also, yeah, genau, aber war Licht ja aus, also habe ich dich gesehen. Ja, ja, genau. Der ist durch meinen Pegel gelaufen. Kegel gelaufen. Dalu, war da noch jemand unten bei Utu? Der Pegel. Warte, aber... Glaube ich nicht, nein. Also ich habe keinen gehört, ich habe aber die ganze Zeit geredet. Ich habe auch mit der Kamera geredet, aber du hast... Ich weiß nicht, ob du mich hörst. Ich höre dich tatsächlich, aber durch die Kamera anscheinend denn doch nicht? Doch, es soll gehen. Also es soll gehen, dass man durch die Kamera... Stimmt, hat vorhin schon jemand wegen neuer Lobby vielleicht, neu einstellen. Ja, vielleicht, ja. Ja, ich weiß es nicht. Auch hier hat es funktioniert. Aber das heißt ja, Maxi, theoretisch warst du in den Camps, ja? Korrekt. Und du hast Dalu unten O2 gesehen? Rausrennen sehen, ja. Rechts rausrennen? Unten rausrennen aus O2, ja. Und dann kann er ja oben reingewendet sein, um da dicht zu sein. Nein, ganz unten. Ich bin nach rausgegangen. Ganz, ja, ja. Nach draußen. Ja, und dann kann man ja nach oben laufen und dann nach rechts. Er hätte auch vorher machen können. Bis zum Ende an der Cam. Ja, also Leute, ich bin da jetzt ganz ehrlich zu euch. Ich sag euch das wirklich einfach, wie es ist. Immer. Nein, ich sag's euch, wie es ist. Ah, ja. Ich hab Achim gekillt. Okay. Da bist du Sheriff. Dafür kriegst du von mir kein Wort. Also ich sag euch... Maxi war in den Oder Camps. Bist du Trader? Ich bin oben rausgerannt. Achim kam mir entgegen. Ich hatte es gar nicht auf Achim abgesehen, aber ich habe mich so erschrocken, dass ich jetzt der Nächste bin und habe Achim gekillt. Das ist die Geschichte so. Und euch das ist einfach, genau so ist es passiert, Leute. Ich weiß nicht, was ich davon und dann bin ich unten soll. Rausgerannt. Und dann wollte ich in die Kamera reden und sagen, Maxi. Warte, skippen wir jetzt eigentlich oder und was? Ich wollte sagen, Maxi, wenn du gleich aus der Kamera rausgehst, hinter dir liegt eine Leiche, reporte die bitte noch nicht. Oh, ich hab's Gott. Euch gesagt, ich hab euch einfach die Wahrheit erzählt. Ihr habt gerade den Sheriff getötet. Wir sehen uns später. Scheiß. Mann! Ich wollte die Wahrheit noch wissen. Ich bin ja für die Wahrheit, ja. Ich witzig. Du sprichst mit der Kamera und du fängst an zu reden und die Kamera geht aus. Ja, so. Und ich musste so lachen. Ich wollte ihm. Ich hatte es wirklich nicht 100% auf Achim abgesehen. Ich dachte aber, wenn ich jetzt wieder gekillt, ich drück einfach jetzt, weil er kam so zielstrebig dahin.
Aber ich wollte dann nicht direkt reporten, weil es zu langweilig gewesen wäre. Dann wollte ich, weil Maxi, du hast so hoffnungsvoll in die Kamera ja, geredet und so, Maxi, wenn du mich hörst, und dann pupp, Kamera aus. Ist, oh. Maxi, da liegt eine Leiche hinter dir. Bitte nicht reporten. Ja, das war schön. Aber dann sage ich die Wahrheit, werde ich trotzdem gekillt. Ja. Ja. Dann sage ich einfach, das hat er davon. Oh mein Gott, Gippi, du wirst nicht glauben, was ich gerade gesehen habe. Ich bin gerade in den Lashfield reingelaufen, weil ich endlich wieder sehen wollte. Dann bin ich gerade an der Tür zu Lashfield reingegangen und ich habe links von mir Julie gesehen, die nichts gesagt hat, laufe rein und sie plötzlich den Report-Button. Julie! Ja, die Banane ist nicht auf deinem Kopf, weil sie unter dem Bordopfer liegt und es darauf ausgerutscht ist. Wirklich jetzt weg, wirklich. Julie, was soll das? Du gehst da rein und killst und jetzt schenkst du es mir in die Schuhe. Ich glaube, wenn Jeffrey Kopf gewesen wäre, hätte Vex vorreported. Ich glaube, das ist jemand gewesen, der gekillt hat und weglaufen wollte. Dabei. Ich hatte ganz kurz gedacht, dass Julie versucht, dich zu blamen und jetzt blamen sie mich. Nee. Ja, ich war auch. Ja, für mich, ja, dann ist es absolut Vex, wenn er es jetzt auf mich schiebt. Nö, ich geh jetzt auch einfach mal. Klar. Wieso, Gippi? Wieso? Warum denn nicht? Er labert. Vex ist mein bester neuer Freund, den ist jetzt mein Dienstag 8. Vex. Ich habe auch gewonnen, Leute. Victory. Sehr gut, Alu. Das Schöne daran ist, dass Gippis Exempel, das er statuieren wollte, eigentlich genau das Gegenteil zeigt. Das mit Galu war so lustig. Das war echt so geil. Das war lustig. Falls ihr euch übrigens wundert oder so, warum ich das nicht direkt gecallt habe. Der Sheriff hat halt... So, wenn du einen Imposter rausnimmst, wird es halt schwer, finde ich so. Und ich nur noch die Note machen. So ist halt spannender gewesen. Fand ich, aus meiner Sicht. Fand's lustig. Machen wir jetzt mal wild hier. Mach jetzt mal kurz Shaman Speedrun eben auf. Im Task machen. So kennt ihr mich übrigens gar nicht. Und dann zeige ich euch, warum man das nicht machen sollte. Oh, au, da hat irgendjemand. Wir hatten da seinen Dampfkessel an. Entschuldigung. Julie Boss. Julie. Nein, das war Maxi. Was? Es geht um den Dampf, um den Mord, oder? Nee, also folgende Situation. Julie sagte, sie hat noch Cooldown. Ich laufe Julie hinterher. Vex läuft mir hinterher. Gippi läuft Maxi, mir weg. Maxi, kill die. Oder einer hat ihn angeschossen. Ich habe eher das Gefühl. Oder er hat geschossen. Ich wollte gerade sagen, ich habe tatsächlich eher das Gefühl, weil ich habe keinen, also diesen Sidestep, ich weiß nicht, ob dann der rausgepatcht ist. Oder was auch immer. Aber der ist halt wirklich einfach umgekippt. Und ich glaube, Gipsel war tatsächlich einfach Sheriff, ja. Aber warte, auf wen hat er geschossen? So. Auf Sorry, Julie. Sorry, Maxi. Ich glaube auf Julie, aber ich... Also ich vermute jetzt einfach mal. Ich finde es echt nicht. Ich mache ja den... Schreibt den TS-Steuerung R. Ja, ich kann die Hälfte von den Leuten nicht hören. Aber ich hatte Steuerung R schon durch. Ja, bei mir funktioniert... Ja, wenn ich so einen Joke mache, so offensichtlich, dass ich... Also wenn du in den Klienten reinklickst, Steuerung R machst, funktioniert das nicht? Oben im Klienten ist aber auch so ein Pfeil, da kannst du draufdrücken. Hat sich selber gekillt. Ey, ich hab nur dich ganz laut schreien und dachte mir so, was? Ja, aber ich glaube, Gipi hat auf mich geschossen. Ich stand ja direkt neben ihm. So. Ja, ich auch. Gipi hat auch auf mich geschossen. Ja. Ihr wollt euch jetzt ein Alibi holen. Der hat so einen Triple Kill versucht. Gipi hat auch Achim geschossen, eindeutig. Gipi hat so einen Triple Kill versucht, glaube ich. Gipi wollte nicht mehr leben. Hat sich einfach gesagt. Er hat auch gerade im TS bestätigt, auf mich hat er geschossen. Ja, nein. Ich sag euch, wie es war. Gippi hatte keine Lust, dass ich ihn kille und hat er sich gesagt, komm, lieber sterbe ich durch meine Waffe. Also hast du gerade schon gegeben, dass du Imposter bist? Nee, ich bin's nicht. Wenn er dann auf Julie geschossen hat, hier der gute Gipsel, dann wäre das ein bisschen komisch gewesen. Er hat ja gedacht, ich bin's, deswegen hat er auf mich geschossen. Vielleicht hat sie vorher zugeschossen. Ich hab nochmal geguckt in meinem VOD, er hat auf mich. Also er hat auch eine Live-Replay. Warte mal kurz. Ich hab Live-Replay im Stream, ich sehe das hier gerade. Ich schau mal kurz bei Dalu im VOD, ob das stimmt. Also bei mir ist er rübergewendet zu mir in Decon und hat mich da geschossen. Der Sheriff kann übrigens auch wenden ab sofort. Ja. Wo wir vor allem grade, in die Dekon rein, er ist nicht rausgekommen. Wo wir gerade über komische Mods reden. Es gibt auch eine Mod-Chat, wo es einen Imposter gibt, der einen Vent platzieren kann. Den sieht dann jeder, aber du kannst dir trotzdem selbst einen Vent bauen.
ich bin ja schon fertig mit. Ich mach das Licht an schnell, bevor ich sterbe. Oder während ich sterbe. Oh, da kommt wieder ein Kessel. Nun gleich fertig. Achim kommt hier von oben, verdächtig. Hey, du musst das nicht sehen. Wegs, ja. Du musst das nicht sehen, wirklich. Es ist so ein schöner Anblick. Hallo, sind zwei Leute tot? Ja, was und ich habe... Ich warte, hab warte. Stimmen und gehört, weder ich noch Dano wissen, was passiert ist. Leute, ich habe eine spicy Info. Okay, sag mal. Ja. Hau raus. Ich war gerade, kurz bevor ihr reportet habt, war ich bei Lifelines und da stand, Kunran ist tot. Dann bin ich durch Office gelaufen, habe geschrien, er ist tot und so. Und dann auf einmal habt ihr reportet und eine weitere Person ist tot. Das heißt, der letzte Kill ist nicht lange her. Das ist richtig spicy. Ich ver- ja. Hallo? Frech, Max. Der ist echt frech, der Max. Ja, das fühlt sich. Ich habe Dado in der Nähe gehört. Ich glaube, der hat was gemerkt. Nee. Wer hat eigentlich das Licht angemacht? Ich war's. Ich nicht. Ich nicht. Also, ich habe das Licht angemacht. Ah, ja, okay. Ah, ja, okay. Stoge an mir vorbeigelaufen. Mehr weiß ich nicht. Ja, aber also, wo ja, ich würde sagen, wir so wären wir in der Nähe bei Kundra. Was? Ja, wo ist Kundra gestorben? Weißt du? Ja, wissen wir also, nicht, keine Ahnung. Ich habe halt nicht. Also, ich wollte gerade sagen, ich weiß weder der eine noch den anderen. Nee, für wen hast du reportet, wo liegt der? Items liegt Lab. Alles klar, Achim. Liegt da nur Achim? Einer? Hä? Ich habe nur einen gesehen. Liegt da nur einer? Wo genau? Ja, ich bin gerade erst frisch reingekommen. Mit dir zusammen. Wo genau im Lab? Weil, hallo? Hört man mich? Ha, was? Ja. Max, ja. Ich würde echt gerne... Ich möchte jetzt erst den anderen Wohnen. Ich war nur bei der Rakete. Danach bin ich raus und hab meinen Benzin weiter eingefüllt. Sag jetzt mal einen Namen. Wer ist der Killer? Sag es und ich gucke, ob ich... Okay, glauben wir das oder nicht? Jetzt ist die Frage, glauben wir, dass das ein Trick ist? Also, das ist jetzt die Frage. Ist das ein doppeltes Mal? Ich sag, er macht's. Ich will Achim. Er macht's. Was? Wex ist der andere. Was? Ich will wissen, ob er seinen Kollegen verrät und auf Dauer ein schlechtes Gewissen hat. Für immer. Ich will's wissen. Alles klar, bin ich dabei. Hab mich überzeugt. Ich hoffe, wir haben den richtigen. Max. Das war auch spicy. Ey, Achim, das war mir so leid. Achim, das ist mir so leid. Was war das jetzt? Wex hat den Kill oben gemacht. Ich komme rein und Wex ruft so, du hast nichts gesehen. Und jetzt, da ich Wex aber jetzt nicht rausvoten will, wollte ich gucken, was... Schade, wie viel noch gemacht. Ich hätte so gut gefunden, wenn es Achim gewesen wäre. Ja, nein, das war für mich war es ein Gedankengang. Glaube ich ihm oder nicht? Weiß, dass Wex es ist. Ja, Wex war mir klar. Ich hätte auch Wex jederzeit callen können. Mit Wex neben Items. Und Wex kam zu mir und hat gesagt, du hast nichts gesehen und ist mit mir reingelaufen. Also Wex war für mich, aber anstatt Wex da jetzt rauszuvoten, wollte ich gucken, ob er seinen Kollegen verrät und wenn ja, glaube ich das oder glaube ich das nicht?